So, Gutchen, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, Level 6 Nuclear Power Plant. Nuclear Power Plant. Nuklalalala. Eins der etwas komplexeren Levels, wo ich keinen Plan habe, ob wir das mit Taktik überhaupt hinbekommen. Also vor allem jetzt da mit diesem komischen Säurereaktor da, wo wir dann im Kreis rennen müssen. Später denn. So, zuallererst kommst du weg, dann kommst du weg. Und dann sind alle glücklich. Level geschafft. Yay! So, okay. Ach Gott, Alter. Geronimo! Nein! Bitte spiel doch nicht um. Na komm. Okay. Was? Was soll das denn gerade? Ich bin dabei gestorben, die Tür aufzumachen. Nein! Hey, ich hasse die Treppe. Hä? Ja? Geh mal zu mir. Boah, mach was klassisch. Leider dauert mir zu lange. Aber wir können zumindest, weil das hier ein Safe Room ist, jedes Mal, wenn ich die Tür ist, speichern. Na komm! Alt, aua! Oh, diese Viecher hier hinten. Wo denn? Ach da. Ja stimmt, eben. Das waren ja gar keine Imps, die gerade geschossen haben. Imps können ja gar nicht schießen. Ha, ich schon wieder. Na komm her. Was hat immer ein Krach hier? Gut, hier haben wir gerade relativ sicheren Spot erreicht, gefunden. Von daher will ich mal kurz speichern. Achso, siehst du, ich kann ja noch hier das von die Revenant nehmen. Na komm. Hä? Fuck, sind die immer noch in der Schussreichweite. Ist ja Bullshit. Dann ein bisschen grober. Ja, noch nicht. Hä? Hallo? Alter, ernsthaft jetzt? Das sind mal ganz schöne Verluste hier. Dann lassen wir das halt. Werden wir wahrscheinlich sowieso nie einsetzen. Na gut. Das Kabel hier, immer hier. Das ist ein Kanister. Mal gucken, ob ich den abgeschossen komme.
Alter. Geht doch. Meine Fresse. Alle weg? Jawohl, alle weg. Gut, da kann ich mich jetzt um die Imps kümmern. Wow. Was? Komm mal her. Hey, wo seid ihr denn jetzt? Alter, wo sind die denn jetzt? Ach, da hinten. Boah, ey, ernsthaft. Man sieht hier durch die Glasscheiben so absolut wenig. Guck doch mal. Ich korrigiere, man sieht gar nichts. Alter. Jungs! Oh ja. Wo seid ihr denn? Da oben. Na gut, kümmere ich mich erstmal nur um die Imps hier oben. Ist ja behindert da. Und auch die sieht man kaum durch die Glasscheiben. Weil die natürlich alle genau auf einer Höhe sind. Na komm her. Ernsthaft jetzt? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hier sind diese, achso, sind zwei Säulen. Oh, jetzt bin ich wieder in der Reichweite von dir. Wisst ihr was? Leg mich am Arsch. Aha. Na komm jetzt! So, jetzt öffne ich doch schnell die Tür und dann machen wir die ganze Kacke von unten aus. Ach ja, stimmt, ich muss auch noch rein. Okay. So. Gut. Komm. So, ich muss mal wieder aufpassen. Hier ist wieder auf der Tür. Boah, Alter. Das war ja krass haarscharf hier. Na komm, geh hoch. Komm hoch. Jawohl. Na komm. Komm. Noch einer? Nein. Gut, dann kommt jetzt hier Operation Shotgunner. Auf ins Getümmel.
Nee, nee, komm mal wieder her, komm mal wieder her. Oh, Alter, ernsthaft? Meine Fresse, soll man denn das hier... Alter, das ist doch... Nein! Da kannst du machen, was du willst. Alter! Oh, Alter, meine Fresse. So, jetzt sind schon die ganzen Imps weg. So, alles schon angelockt. Gut, dann gehe ich schon mal in meinen Sicherheitsraum hier. Speichere mal ganz kurz. Und dann... Wow, hat mir gar nichts gebracht. Kann er nicht immer mehr Fässer? Ach nee, Quatsch, da war der oben auf den Kartons drauf. Ich schon wieder. Geht doch, genau das wollte ich. Alle weg? Nein, fast alle. Gut, das sieht doch schon mal gut aus. Du kannst erstmal bleiben. Du störst mich denn erstmal nicht. So. Okay. Wow. Was machst du denn hier unten? Ah, komm mal her. Wo, wo, wo? Von wo bitte? Hallo? Freiwillige vor. Ach, da oben. Hä? Ist hier noch einer? Oh. Meine Fresse, danke schön. Oh, da ist ja auch noch einer. Alter, ich renne mir hier gleich ein Bart aus. Na komm. Ist der wirklich noch einer oder ist er jetzt gestorben? Alter, mal du Bullshit hier. Gut, erstmal hier aufräumen. Ist der tot? Ja. Noch einer? Manu. Ach, da hinten. Da ist schon wieder einer überlebt. Ja, genau, bring ihn um. Dankeschön.
Ah, jetzt bin ich auch normal, ja. Alle Bücher. Nee, bin ich nicht Bücher. Wenn speichern, dann immer in den Safe Room. Okay. Fuck. So. Okay, achso. Oh, gehen wir mal ein bisschen nach hier oben. Gut, dann. Ich gehe ein bisschen erstmal rauf hier. Ah, oh, da ist noch einer, Alter. Da sind noch mehrere. Kriege ich den Imp vielleicht zu den anderen Kartons da, zu den anderen Fässern gelockt? Ist er tot? Ja doch, scheint so. Okay. So, da hinten ist noch einer. Ah! Eine blaue Perle, genau. Ich dachte, da war noch ein Imp. Gut, hier ist erstmal ruhig. Oh! Ja, bringt es um. So. Okay. Dankeschön. Nicht drei Imps? Achso, da klar, hinten war einer. Ach nö, nicht da reingefallen, oder? Doch. Ach Mann, Alter, ist der Bullshit. Willst du was? Ganz da. Was? Digga, da kommt man nie wieder raus. Wie soll man das denn überleben? Was ist denn da? Was? Wie wo? Gibt's irgendwie? Ja doch, gibt's. Okay, müssen wir dran denken, müssen wir nachher da mit so einer komischen Suit da rein, mit so einer hier für diese Schutzkleidung da, ABC-Kacke. Übrigens, für die, die nicht wissen, wofür ABC-Kleidung steht, das steht für Anti. Hä? Also egal, ist auch auf jeden Fall Kleidung gegen Atomic, also praktisch atomare Verstrahlung. Biologik, also praktisch biologische Kampfstoffe bzw. biologisch ätzende Sachen, und C ist stets praktisch für Chemical, also eine Schutzkleidung gegen alle möglichen Arten von Verseuchung oder Verstrahlung oder ähnlichem. Ah, das kommt mal rüber hier. Die kommen gar nicht, oder? Doch, da kommt er. Wie lange sind wir nicht ab? So, jetzt ist die große Frage, wie räume ich die jetzt weg? Minigun hat zu viel Streu. Vor allem kann ich die nicht gut anvisieren. Das wäre eine ganz schöne Verschwendung. Ich gehe mal hier hin.
habe ich sie alle auf ein Feld. Alle weg? Alle weg? Sieht gut aus. Haben wir doch geschafft. Ha, nice. Außerdem ist wieder welche in irgendwelchen Fluren verlaufen. Das kann man natürlich nie wissen. Na komm. Scheiße, ich hab die Rüstung aufgesammelt, oder? Och man, ich hab die Rüstung aufgesammelt. Oh Gott, die wollte ich doch gar nicht aufsammeln. Wow. Und schon ist die Rüstung wieder weg. Yay. Ach, leck mich doch. Ach Mann, ich wollte die Rüstung. Habe ich gespeichert danach? Ja, ich habe gespeichert. Ach, leck mich doch. Oh Mann. Ist das Bullshit. Ach, da oben. Ist das eine Kacke. Was für eine Verschwendung. Wir werden die Rüstung definitiv wieder verlieren. Und ich habe keine Ahnung, ob warum sie hier immer die Fenster noch immer blau und immer noch blau. Achso, doch. Wir kriegen draußen mit den ganzen Kränen. Da wo die ganzen Kartons draußen rumstehen. Da kommen dann ja noch diverse Sachen. Gut, dann würde ich mal sagen. Nein, davon aber zu, nur zu wenig. Ich nehme mal doch die hier. Die hier. Da kommen wir auch. Wie gesagt, du bist bereits weg. Das wird sowas von nichts. Oh, ja, nein. Fuck the shit. Da ist schon wieder einer. Wo denn? Also diese Flachbildfernseher sind echt flach. Egal, nicht rumscherzen. Konzentration. Och nein. Wie kann man in so einer Situation vergessen nachzuladen? Was? Nein. Ich bin geahnust. Was macht der denn da? Workshopping oder was? Wisst ihr was? Bleibt doch drauf. Bam. Danke. Kommen jetzt noch mehr oder was? Alter, ist das behindert. Warum kommen jetzt alle da durch die Türen? Verfluchter Ficky-Fick-Fick. Oh.
Das ist eine CPU? Das ist vielleicht eine CPU. Aber doch nicht alles. Das macht da keinen Sinn. Ihr Deppen. Obwohl Central Processing Unit als solches übersetzt, könnte man auch auf ein gesamtes Gerät beziehen, ja. Da kommen jetzt noch welche, Alter. Okay, da weiß ich also schon mal, welchen Raum ich als nächstes fertig mache. Was für den hier? Uah. Okay. Mann, Alter, dass die mal überleben müssen. Warum ist hier ein halber Fernseher? Bildschirm. Oder für mein Drittel. Durch die Fenster abschießen, die Schweine. Ich weiß nicht, ob ich hier reingehen sollte. Ich glaube, es macht nicht lieber von der anderen Seite. Also von außen. Also von. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich gehe da einmal vorsichtig rum und dann. Hier speichern ist übrigens eine dumme Idee, egal. Es ist nicht gerade das, was man als sicher bezeichnen könnte. Hast du fein gemacht. Ah ja, lach nicht, so viel kommt wieder raus hier. Machst du viel Krach? Ah, soll ich denn speichern jetzt, Spear? So, einmal zum Sicher. Bam. Wow! Der ist aber ganz schön eilig, mein lieber Digga, Freund hier, mein lieber. Aha, ein Pinky. Vollidiot. Hast du gesehen? Ein Shot reicht vollkommen aus. Kauf dich mal eine Shotgun. Ja, du hörst deinen eigenen Gedankengang sprechen. Was? Egal. Multiple Persönlichkeitsstörung. Oh, das war's ja schon. Hatte ich mir schwieriger in Erinnerung. Okay, so, jetzt können wir nämlich von hier aus hier locker rein. Beziehungsweise brauchen wir gar nicht mehr, weil wir haben ja hier schon aufgeräumt. Achso, doch, ein bisschen mal klar. Ist schon wieder. Wir müssen ja hier lang. Oh, na. Du kommst mal mit, mein lieber Freund. Wir gehen erstmal den Raum hier ein bisschen aufräumen. Ja! Audi, Audi.
Alter, warum war hier noch einer? Was ist denn hier los? Nein, nein. Du hängst schnell schon wieder. Achso. Nein. Ach, leck doch an die Eier. Dass er sich hier überall aufhängt. Wo bin ich? Achso, hier bin ich. Ach Mann. Ah, zweiter Versuch. So, wo war der jetzt? Ach da. Ach, schau mal einer an, wie er sich da versteckt. Der kleine Wichser. Meine Güte. Sowas von unsozial. Asozial. Ich habe hier alle umgebracht und der steht hier hinten noch schön sehen, wo ich einfach rum, ja? Das ist dumm, ja? Okay, wie machen wir das hier? Ich hätte dich am liebsten jetzt mal aus der Schussbahn raus, weil du stirbst das gleich wieder. Ich probiere es erstmal so. Vielleicht stirbt er dich doch nicht gleich sofort. Wisst ihr was? Hier. Okay. Na komm. Nicht aufhören. Nein, geh da rein. Okay. Er ist schon tot, oder? Ja, er ist bereits gestorben. Wow, er ist so schwach. Na komm, traut euch. Ich bin hier und warte auf euch. Auf euch alle. Ihr habt meinen Kameraden umgebracht, da liegt er. Er wird nie Frieden finden. Nein. Was habt ihr getan? Ihr Schweine. Ihr habt Candy getötet. Okay. Da ist noch einer. Der steht auch schon wieder, so seelenruhig. Danke dafür, Pixar. So, ich hab mir jetzt einermaßen sicher in der Ecke. Wow, zwei mit einem Schuss, ich bin so gut. Ach ja, dann ist ja wieder dieser feuerspeilende Fettsack. Ja, ich schaff das lang nicht mit selber, Dick. Moby Dick. Ich gehe lieber doch hier rum. Erscheint mir jetzt sicherer. Ich weiß nicht warum. Oh, drei Schüsse reichen ja schon. Ich dachte, die halten mehr aus. So, erstmal rumgucken. Ja, siehst du, da ist nämlich wieder einer. Naja, der gleiche Trick funktioniert nicht dreimal. Ich war lange mal eine Kettensäge hier. Oh Mann, nee, ja. Was haben wir denn jetzt hier? Schicke schon! Boah, Alter! Ist ja weiß nicht hier. Ja! Jetzt. Ich schau gleich auf. Ich hab hier noch mehr. Drei. Geht doch. Meine Fresse, den brauche ich echt eine Kettensäge, Leute. Das geht ja so gar nicht.
Ist ja schon, weiß nicht, ist ja schon eine Zumutung. Okay, jetzt kommt der Bereich, der in Realismo Tactical fast noch einfacher ist als in Ultraviolence. Was ich sehr nice finde. Wo? Nein, bleib auf. Also ich bin ja nicht gerne schadenfroh, aber wenn ich es bin, dann bin ich es gerne. So. Ne, wir nehmen doch die hier, geht schneller. Na, was habe ich gesagt? Das geht in Realismo Tactical so einfach, das glaubt man gar nicht. So, okay, jetzt haben wir soweit alles. Wir kommen also endlich hier rein. Also, ja eben, scheiße, stimmt, die ganzen... Ja, eben, oh Gott. Normalerweise waren ja hier immer diese 100er Packs. Ist er jetzt in Realism Mode gar nicht mehr? Ist das behindert, Alter? Heißt also, wir haben doch eine, wir müssen ganz schön auf die Munition aufpassen. Oh Gott. Ist das scheiße, Alter. Mann. Gut, egal, wir haben die blaue Karte, wir können also jetzt hier rein. Joa, danke, danke. Dann würde ich mal sagen, wir holen als allererstes mal hier die Gegner. Go. Was? Geht doch. Meine Fresse. Eine ist hier noch. Dankeschön. God damn it. Brauchen wir noch nicht. Ist hier noch irgendwo Munition? Ja. Da komm ich. Dieses Gestocker, Alter. Das ist ja sowas von. Meine Güte. So, okay. Zuallererst gehen wir ohne rein und holen erstmal alle Gegner nach vorne. So. Mal ein bisschen warten. Mal schon mal ein bisschen recken und strecken hier. Uiuiuiui. So. Okay, okay. Okay. Hab ich echt Schaden bekommen. Deckt mich doch. Weißt du was? Ich lasse den Ding erstmal offen hier. Bam. Gut, so wollen wir nämlich die Gegner einzeln holen. Von was haben wir denn am meisten? Wir haben am meisten eigentlich nur von der hier. Na gut.
So. Oh, Alter. Na komm. So, gut, dann können wir uns jetzt nicht wirklich eigentlich. Egal. Wir wollen jetzt trotzdem mal die erste Suit und versuchen jetzt mal ein paar Gegner ranzulocken. Okay. Oh, ernsthaft? Mann. Diese Kackviecher. Na komm. Das war die erste Welle. Das war die nächste Welle. Und jetzt können wir ganz entspannt unten reingehen. In der Hoffnung, dass wir unten von den Viechern nicht komplett zerlegt werden. Das ist nicht meine große Befürchtung. Na komm. Ah, doch, werden wir. Wir werden komplett zerlegt. Ja, nee. Alter, wie soll denn Gas gehen? Gut, dann müssen wir da also auch wieder mehrere. Hä? Haben wir. Hatte ich nicht schon? Ach nee, das waren die, die ich halt hatte. Müssen wir so wieder mehrere Zügen machen. Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Nein, das dauert viel zu lange. Oder? Doch, wir können es schaffen. Wir schaffen es echt? Nice! Geile Scheiße. Gut. Haben aber ganz schön viel Pistolenkugeln verbraucht jetzt. Das ist heftig. Dankeschön. 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 So, okay. Jetzt kommt das mit der Toilette, da wo ich die blaue Rüstung holen wollte, oder? Nee, die holen wir uns am besten ganz zum Schluss erst. Wo geht's jetzt weiter? Wir haben jetzt. Achso, ja genau, jetzt geht's raus. Das war ja bereits alles hier.
nehmen wir am besten die hier. Die hier. Ah, Alter, das ging aber richtig schön in die Hose. Oh, wo denn her? Hallo? Okay, alles sauber. Dann holen wir uns noch mal hier. Wo war die jetzt? Da. Na gut. Na gut. Oh Gott, nein. Oh mein Gott. Ich brech das Level auf jetzt. Kein Bock. Nee, Spaß. Was mir gerade eingefallen ist, draußen sind wieder diese hyperstarken Gegner. Diese, die über die gesamte Map rumspringen. Wie sollen wir denn die jetzt besiegen? Ich habe absolut keinen Plan. Das wird ein Horrorfahrt. Das wird ein Horrorfahrt. Das wird... Das ist wie... Weiß nicht. Madonna früh aus dem Grab auferstanden. Und die Dame kann sogar singen. Alter, ernsthaft? Wir brauchen unser Leben. Das Rüstung! Na gut, gehen wir erstmal raus. Boah. Wie konnte ich den denn vergessen? Ist ja schon fast traurig. Bleib. Bleib. Ach Gott, wenn ich dran denke, was gleich kommt, dann ist mir gerade nach Aufgeben zumute. Wir werden oft neu laden müssen. Und ich werde nach jedem Gegner abspeichern. Das könnt ihr wissen. Wow. Kannst du mir einmal still bleiben, einmal still stehen bleiben und sterben. Stopp jetzt, halt, nein. Dankeschön. Okay, okay, meine Munition zu verschwenden hier. Nur weil ich hier nochmal abschießen darf. Da sind sie schon tot, sind aber gar nicht tot. Verstehe ich nicht. Okay, jetzt kommen wir zu dem Part. Soll ich einfach cheaten? Soll ich einfach alle umbringen? Soll ich einfach alle Konsole kill anyone? Everyone? Geht ja leider nicht. Oh Mann, wie haben wir das letztens geschafft?
Ich hab keine Ahnung. Ich hab sowas von. Ich hab absolut. Nein, ich hab. Nein, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich werde jede Sekunde speichern. Jetzt wieder speichern. Jetzt wieder speichern. Spaß. Okay. Na komm. Komm. Zu spät, er ist bereits weg. Ah, ich hab ihn! Wow! Geil! Das war aber nur Glück, das hätte ich jetzt schon. Ich schaff sowas von sowas. 13 Leben! Das war gerade auch Glück. Ich versuch's einfach. Komm. Wir haben jetzt zum Glück relativ viele Health Packs rumzuliegen. Davon ist auch noch mal eins. Also, ich versuch's einfach. 3 haben wir schon. Von keine Ahnung wie viel. Digga, Instakill. Okay, gut, ich hab 4 Pots. Digga, was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber warum sterben die Viecher wie die Fliegen? Ah! Alter! Leute! Ja, das war's! Da ist gerade die Tür aufgegangen. Was ist ein Indikator dafür, dass alle tot sind? Oh mein Gott, wir haben es gemeinsam geschafft. Ihr habt so hart an mich geglaubt und ich hab's geschafft. Halleluja. 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 Okay. Na kommt. Soll ich dich hier mit umbringen? Nein. Fuck. Eigentlich wollte ich ja gerade nach rechts springen. Aber irgendwie war die Taste dafür gerade im Urlaub. Stimmt doch. Was ist eine Verschwendung hier? Hä? Danke. Danke. Alter, wie die einfach hier gerade alle gestorben sind. Also wenn ich mal an das letzte Let's Play denke, wo wir ernsthaft gespielt haben, Ultra Violence. Digga, da habe ich keine Ahnung, wie viele Versuche ich da brauchte. Ist ja genauso wie mit diesen roten Viechern. Umso schwieriger das wird, umso einfacher wird's. Hä? Das macht irgendwie absolut keinen Sinn. Aber es ist geil. So, jetzt suchen wir uns mal ein bisschen Munition hier wieder zusammen. Auch wenn es hier draußen natürlich kaum Munition gibt. Aber es gibt zumindest da um Rüstung. Hab ich zumindest. Gibt es da um Rüstung? Ich habe keine gesehen. Na komm. Da gibt es natürlich keine. Was? Doch, da. Ich dachte gerade schon, da gibt es keine Rüstung. Ich wollte gerade schon den Rechner runterfahren und. Nachdem ich den Rechner runtergefahren habe, alles deinstallieren. Wow, das war mal ein geiler Sprung. Direkt aufgesprungen. Das schaffe ich nicht. Klappe Hund. Ja, ich schaff's doch. Oh mein Gott. Schaut mich an, wie ich alles kann. Nein! Fuck you. Wie soll man den Sprung schaffen? Das ist viel zu hoch. Wer hat sich schon was ausgedacht? Drei Minuten bevor. Jawohl, ach du Scheiße. Ja. Digga, Königsdisziplin. Also ich will ja nicht angeben, aber das war gut. Okay, hier müssen wir, wie immer, kennt ihr ja mittlerweile schon. Wir haben ja mittlerweile schon 2-mal durchgespielt. Leider cheaten. Quatsch, was macht ihr hier? Das da. No clip. Yay. So, dann suchen wir uns mal wieder ein bisschen Munition hier zusammen. Es lauern irgendwo noch 2 Gegner rum. Wir müssen also aufpassen. Also vielmehr ich muss aufpassen.
So, wir brauchen noch Pistolen. Hier, sowas hier. Und fast für die Shotgun. Und dann lag noch irgendwo eine blaue Kugel rum. Das weiß ich 100% genau. Ach nee, Quatsch, da war eine blaue Rüstung. Scheiße, gibt's noch eine blaue Kugel? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Oder verwechsel ich da gerade fürchterlich was? Ja, ich meine, selbst wenn nicht, ne? Ich meine, wir haben jetzt so gut. Also. Okay. Munitionstechnisch sieht es schon mittlerweile schon wieder relativ gut aus. Noch eine Schrotflinte und das sieht auch gut aus. Bei der Pistolenmunition ist es nicht ganz so schlimm, wenn wir da nicht so viel haben. Ich meine, die brauchen wir ja auch relativ selten. Ist ja bloß praktisch als, ja, als Backup-Munition. Doch klar, hier hinten war das. Eben, ich wollte doch gerade sagen. Da hinten ist die blaue Kugel. Ich bin doch nicht blöd. Also doch bin ich, aber trotzdem bin ich nicht blöd. Ha! Zerfickt habe ich euch. Okay, jetzt haben wir eigentlich soweit alles. Können wir hier gleich einen Kreis schließen? Los, mal gucken, ob wir ihn halten. Ja, nee, doch nicht. Da vorne ist noch Pistole. Da vorne ist noch Pistole. Grammatik 1A. Danke. Danke. Ja, sieht aus, als wenn wir zusammenkommen. LOL. Wie viel haben wir jetzt überhaupt? Uns fehlen noch genau 12 Kugeln. Das kriegen wir doch locker zusammen, Leute. Jawoll. Ha. Wow. Okay. Ist eine absolute Verschwendung. Ist mir aber sowas von egal. Wir haben es echt geschafft. Wir haben es echt geschafft. Ach, siehst du, ich weiß noch, wo die beiden restlichen Gegner sind. Die sind ja direkt am Ziel. Heißt also, wir brauchen sogar noch ein bisschen Munition. Oder ich jump einfach durch. Mal gucken. Na doch, das schaffe ich locker. Den Sprung schaffe ich. 3, 2, 1, go! Süß, so, hier ist er, der wird ja noch ein bisschen gewesen. Klappe. Ja, dann würde ich mal sagen. Ja, jetzt kommt das Level, wo es mit diesen feuerspeilenden Dicken losgeht. Oh Gott. Das werde ich heute nicht mehr machen. Ich werde heute Abend jetzt noch ein bisschen Mindtest spielen, wie angekündigt. Jetzt erstmal war's das für heute. Würde ich mal sagen, Feierabend. Von daher, ciao mit V.